Krone. Aha. Herzlich willkommen zurück zur Let's Play The Crew. Ja, ich habe mal Gelände Krone gewählt, dass wir mal wieder ein bisschen hier was anderes sehen. Aber wir müssen zurzeit auch ganz ehrlich sagen, Leute, dass wir mega Probleme haben. Dann hat jemand geschrieben, wie wir das zusammengebaute Rennwagen, glaube ich, finden, hat er geschrieben. Muss da Jan fragen. Ich habe keine Autos gebaut in dem Spiel. Eigentlich müssen wir nur über die komplette Karte bergauf kurz rüberfahren. Was nehmen wir? Bergauf, ja, Skyline nehmen wir auch. Du nimmst Skyline. Skyline. Hä? Ja. Okay, ich nehme auch Nissan Skyline mit 985 Punkte. Nein. Komm, nimm Salin. Nein. Ein bisschen anderer Salin. BMW Z4. Der liegt gut, hat gute Beschleunigung. Ja. Und Leistung. Weil meine Eier so dick sind. Mit Regen. Mit Regen. Ja, wir haben mega Probleme zurzeit in dem Spiel. Ich kann halt zu den zusammengebauten Autos überhaupt gar nichts sagen. Müsste ein bisschen mit Jan darüber quasseln. Sie waren früher mal gut. Jetzt zu dem Add-on sind sie schlecht. Das kann ich dazu sagen. Ich bin aber nie selber gefahren. Ja, Gas. Ja, alles aus. Alles aus. Oh, danke, Baum. Ach, geht ja schon wieder gut los. Das liegt ja an dir, dass du gerade gegen den Baum gefahren bist. So langsam musst du die Strecke auswendig kennen. Bedankung. Jo, Unfall. Flipp durch die Luft. Alter, fahren wir hier irgendwie auf Eis oder so? Und Stein Skyline, nicht so? Doch, deswegen, ja, wegen auf den Baum gerutscht. Ja. Was ist das? Endlich ist es vorbei. Alter, was ist so los hier, Mann? Man muss jetzt aber auch ganz ehrlich mal sagen, wir schaffen es zurzeit keine 15-Minuten-Folge oder länger aufzunehmen, da immer bei irgendeinem von uns beiden das Spiel reinscheißt. Aber nur in den PvP-Lobbys, ne? Müssen wir auch mal so sagen. Mann, was ist das denn jetzt hier? Verdammte Scheiße noch. Heute ist Dienstag, Jan ist heute nicht gut drauf. Wir haben schon viele Stunden LS aufgenommen. Dann sah das gerade aus, als wenn der vor mir derjenige, ne, schwebt. Über die Straße schwebt. Ich bin noch am überlegen, ob ich mir nicht noch das Rallye-Spiel hole. Hört Rallye, oder was? Ja. Oh, da war ein kleiner Stein und deswegen fliege ich. Ja. Ja, ich habe auch einen kleinen Stein. Ja, da in der dieser Kurve, dieser ganz kleine, ja, ne? Ja, der ganz kleine. Ja. Ja, ich bin wirklich noch überlegen, ob ich mir das nicht noch hole, weil wir haben ja noch bis Ende Februar, also das würde bedeuten noch einen ganz kompletten Monat. Wie hoch ist Star Wars? Star Wars Battlefront. Bist du echt am überlegen, oder? Ja, echt. Jetzt habe ich es einmal erwähnt und jetzt... Ganz ruhig. Ich bin aber auch wirklich auch überlegen, mir das noch zu holen. Alter, was mache ich? Aber, keine Ahnung, es ist halt auf einem Punkt stehen, weißt du, und... Ja. Keine Ahnung, Spaß hätte ich schon. Oder Bock. Aber das Problem ist auch, ich bin jetzt Assassin's Creed angefangen zu spielen, Jan, weißt du? Es kommt, Ende des Monats zu Tomb Raider. Ich glaube, dann wird schon wieder Star Wars liegen. Weißt du? Ja, oder meinst du nicht? Ja, ja. Ja, und daher Farbe gewonnen, Reifen gewonnen, Felgen gewonnen. Ich will Motorleistung! Oh, plus 3 Punkte. Steuerungsbonus. Nein, keine Ahnung, Leute. Also,
Ich und Jan sind zurzeit in so einer kleinen Spielloch, kann man so sagen. Wir spielen sehr viel Ark, aber es gibt halt nichts Neues, was man noch so spielen könnte. Außer? Außer Ark. Für euch ist Ark halt nicht neu, aber wir haben es ja am Anfang total ignoriert, das Spiel. Wir haben den Hype verschlafen, sagen wir zurzeit immer. Ne? Aber wenn einer sagt, warum spielt ihr denn Ark, dann sagen wir immer, ja, wir haben den Hype verschlafen, leider. Ja. Ja. Ja, ist halt so, ne? Ja. Wir haben den Hype halt so, ja, verschlafen, so, ne? Aber was soll's? Und jetzt zurzeit bin ich am Überlegen, wie ich das mache, dass ich Ark in dem Sinne für euch mal veröffentliche. Weil wir komplett neu angefangen sind auf dem Server von uns. Und haben aber alles auf einfach gestellt. Also einfach XP, einfach Timingzeit, einfach. Alles einfach. Also so Vanilla. Ark Vanilla in dem Sinne. So ist der Server eingestellt. Was uns persönlich viel, viel mehr Spaß macht, wenn man weiß, wie das Spiel funktioniert. Also für Neuspieler würde ich auch empfehlen, geht erstmal auf so einen 3-fach-XP oder 5-fach-XP-Server. Probiert alles aus. Oder geht gleich auf eine 100-fach-XP, probiert alles aus, wie man was baut, etc. bla bla. Und dann spielt auf einen richtigen Server. Weil man denkt, es dauert lange, das Leveln, aber ich finde, es dauert gar nicht lange, Jan. Ne? Mhm. Muss man ja wirklich... Oh, Mann, PE, Alter. Wieso schon wieder? Weil wir nur PE fahren. Was nehmen wir? Salin Twin Turbo. Okay? Hab ich nicht. Hast du den nicht? Ja, schon, aber mit wenig Punkten. Ich nicht. Ich weiß gar nicht, bin ich den überhaupt schon im Rennen gefahren? Genau. Boah, Chevrolet nimmt er. Oh. Du hättest lieber mal LaFerrari oder so nehmen sollen, weil du gerade schon so übelst verkackt hast. Nun? Problem damit, Mann? Nun? Wird doch jetzt eh wieder verkacken, dann wird doch eh nix. Jetzt bin ich gespannt, ob wir mal dieses Mal eine 18-Minuten-Folge und 19 Minuten gehen, die ja sonst immer, wirklich mal hinbekommen heute. Gucken. Hm? Mal gucken. Ja, mal gucken, ne? Auch schöne Heckschleuder hier am Start. Alter, was ist das denn? Alter, halb durchdrehen. Alter, wer kommt? Wow! Alter. Alter, ich hab's gehört, du bist die ganze Zeit hinter mir gefahren. Ja, jetzt, Alter. Was ist das? Wow! Durchdrehen. Ich seh's, Alter, was wow. Macht die Karre? Wow! Hast du Drift genommen aus Versehen? Nö. Vielleicht 1000 Newtonmeter, aber ja. Ganz flüssig laufen die Server aber nicht. Also ich habe Mikro-Lags hier, Internet-Lags. Ja. Du auch? Ja. Dass du denkst, dass du FPS Laufframes ja, hast? Aber genau. Laut Anzeige nicht. Genau, laut Anzeige nicht. Genau, habe ich auch. Ich darf kein Nitro drücken, das ist nicht gut. Ja, dann versuch doch so durchzufahren. Dann gucken wir mal. Ich meine durchdrehenden Räder hier so. Wow. Alter, wow. Ich höre das, Alter. Wow. Das ist so krank, Alter. Ich will gar nicht von dir wegfahren, weil sich das einfach geil anhört. Leute, es leckt. Also es tut mir wirklich leid. Ich weiß nicht, ob man das im Video sieht. Wahrscheinlich nicht. Aber es läuft einfach mega unrund, das Spiel. Ja. Gerade wieder. Ja, ich nicht, ja. Ja, dann genau. Wird gleich die Lobby wieder abstürzen. Weiß ich ja, jetzt schon. Alter, durchdrehen, noch mehr durchdrehen. Wow. Hallo Wand. Tschüss. Hängen geblieben. Was machst du im sechsten Gang bei 150? Hallo, geh mal raus. Der Ratz in die Male. Weil er nur durchradiert. Ja. Aber das ist trotzdem. So viel ah ne, jetzt bist du der Letzte auf einmal. Ja. Den anderen krieg ich auch noch jede. Hoffe ich. Ah, jetzt kommt. Nein. Falscher Winkel, aber jetzt gab es gerade ein bisschen Topspeed, weißt du? Und da konnte ich den Salin halt mal
wirklich seine Stärke nutzen, ne? Ja. Irgendwie läuft das mega unrund, die Lobby wieder. Hm. Ey, man müsste mit... Ja, nimm den Checkpoint nicht mit, du Scheißmann. Man müsste es endlich mal hinbekommen, mit 5-6 Leuten selber zu spielen. Ja. Dann hätte man diese fucking Lags nicht, echt. Wo wir mit Spike, Michi, du und ich und dann noch Leute dazu, haben wir nie Probleme gehabt. Nie. Ja. Oh, dich krieg ich noch. Dich krieg ich noch. Komm, zieh. Du bist doch vorbeigegangen noch. Hab ich noch gesehen. Eigentlich müsstest du doch genug Leistung haben. Ja. Weil leistungsmäßig auf Ende sollte sie ja schnell genug sein, die Corvette. Aber du hast halt keinen Grip, ne? Nee. Ich hab schon so gut wie alles Grip-Bonus reingebaut, aber naja, egal. Oh lol, das ganze Auto ist kaputt bei ihm. Ja, guck mal, der schwebt auch ein bisschen vorne. Was ist denn das heute? Schon wieder. Normalerweise wird das Auto ja immer repariert, wenn der da steht. Ja, aber normal. Guck mal, hinten, Tempo. Mein Auto ist auch kaputt. Tempo-Bonus? Nee, danke. Grip-Bonus. Jo. Haben wir den wieder mit minus 6 Punkte-Effekt, ey. Aber es... Verstehe ich nicht. Die Lobbys sind... Also mir kann es auch so langsam keiner erzählen, dass das mehr an den Lobbys liegt allgemein, sondern wirklich an The Crew. Alles hakt, alles hängt hinterher. Es gibt Tage, da läuft es mega Bombe und dann wieder Tage, wo es einfach scheiße ist. Aber wenn du in diese Lobbys gehst. Hm. Wenn du so spielst Rundstrecke, kannst du Stunden verbringen, aber hier... Ja. Ich fahre lieber Rundstrecke wie die andere Scheiße, echt. Jetzt müssten wir einmal ein Rennen gewinnen hier. Da gibt's aber bis jetzt nur noch eins, so was wir ja richtig. Warte, ich zeig's dir mal ganz kurz. Wollen wir die Lobby sprengen wieder, oder was? Ja, klar. Okay. Okay. Oder wie viele Minuten haben wir schon? Nicht viel, oder? 12. Das wäre das letzte Rennen. Ja, okay, dann, klar. Okay, hast du ohne alles? Ja, mit Verkehr. Okay, dann mache ich ohne alles. Wenn das Rennen kommt, schreibe ich wieder, dass wir verlieren werden. Hä? Außer wenn sie Salin nehmen. Dann könnte er mithalten, wenn jemand dann Salin mitnimmt. In der Tat. Ja, mal gucken. Also Corvette, erstmal nicht mehr, danke. Ich hätte gerne mal wieder neue Autos. Ja, auch. Aber nicht, Carrera GT. Ja, zum Beispiel, aber ich hätte vielleicht auch mal kleinere Marken. Die gar nicht so bekannt sind, zum Beispiel. Weißt du? Lamborghini. Ja! Nein! Nein, oh, mit allem! Alter, will die Verkockohr hier. Ja, LaFerrari. Was? Ja, LaFerrari bitte. Pack mal die Hyra. Oh, er nimmt immer das gleiche. Immer das Gegenteil, was ich sage. Ist doch. LaFerrari nur halt ein bisschen besser. Wer wird denn das? Meine Pisskugelschleuder. Ei. Wenn die alle LaFerrari jetzt nehmen, nehme ich auch LaFerrari. Ich will mal wieder gewinnen jetzt hier. Lass uns hier vorführen wie so kleine Mädchen. Will ich das nicht? Das wäre dann das dritte Rennen in einem Video. Das hatten wir schon lange nicht mehr. Ja. Und nicht, weil was rausschneidet, sondern weil es mal läuft. Ja. Ja. Na, wahrscheinlich, weil wir noch kein Rennen gefahren sind und mit dem Salin das Spiel zum Abstürzen gebracht haben. Ja. Lol, wie slackt hier. Wurde gerade geportet. So, ich sammle alles an. Ja. Wollte gerade mitten hinten rein. Mal wieder leckt der Typ vor dir. Wo ist er hin? Ja, jetzt ist er wieder vorne. Jo. Aha. Wissen. Oh. Ja, gedreht, fick dich. Man fährt gerade an so einen. Ja. Fall. Mein Gott, dieser Typ ist so laggy, Mann. Kommt, weil du mit jedem Pisser zusammenspielst. Ja, was haben die gemacht? Er lenkt so KK. Alter.
scheiß Fahrradfahrer. Hallo? Jetzt echt schneide ich weg jetzt. Komm, sieh zu, dass du Land gewinnst. Weg geht's ab. Tschüss. Du scheiß Alter. Ja, du brauchst ja eigentlich dich nur hinter ihnen fallen lassen und voll hinten reinknallen. Derjenige dreht sich und du fährst weiter. Ja, er ist auf einmal dran. Mhm. Ist klar. Mit dem C8. Ja, ist klar. Das ist nicht die Strecke, wo man leider. Sag, hab ihn weggerammt. Echt? Ja. Was nehmen sie so eine Scheiße mit Rammen jetzt, ganz ehrlich? Oh ja, echt? Ja, jetzt hier kann man geradeaus fahren, wo ich jetzt bin. Okay. Komm, sind daher. Ja. Ja, ich habe vorhin mal am Anfang einfach die Schnauze gehalten, Leute, weil ich wollte mich echt mal konzentrieren hier. Das geht ja gar nicht, dass ich mich jetzt hier von so ein paar Spasten die ganze Zeit abziehen lasse. Ja, Wichser da hinten einfach immer wieder rankommen, das geht doch gar nicht. Ja, und dann mit dem C8, ne? Oder was das ist? Ja, C4. Ja. Ja, schon klar, dasselbe habe ich mir auch gedacht. Kommt und kommt immer mehr. Hütten, der zieht mich gleich noch ab, der. Der Schubkarrenfahrer da. Ne, wenn du in seinem Windschatten bist, dann kann er gar nichts mehr. Dann ist die Karre Arsch langsam. Ja. Ist er jetzt endlich weg, dieser Leckboy? Echt jetzt? Was ist? Ja, wieder Verbindungsproblem. Ja, das ist dieser Typ, ne? Der wird gleich rausfliegen. Ja, weg ist er. Und jetzt, pass auf, gleich wetten, das Spiel läuft jetzt besser. Ja, keine Bilder mehr, die aussehen, als wenn das Frames-Probleme wären. Komisch, ne? Ja. Ja, hast du noch einen zweiten gemacht? Beschwerst du dich? Ja, beschweren sie sich, weil wir weggerammt haben. Not bad. Nice one. Ups. Getriebe gewonnen, Mama. 50er. Mit Grip-Bonus. Ich so, damit sagen wir wieder vielen Dank. Und heute endlich mal wieder eine 18-Minuten-Folge. Es wird auch mal wieder Zeit, ey. Wir sagen vielen Dank fürs Einschalten. Bis morgen. Tschüss.